und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelderland 1.4. Wir müssen noch ein bisschen Dinkel fahren. Hä? Ist der jetzt auch schon hinter mir? Ja. Ach Mist. Hab ich nicht auf den Blitzer geachtet. Gucken wir mal, wer besser zieht. Xerion oder 1050? Naja, der 1050 zieht irgendwie gerade besser. Ich weiß zwar nicht warum. Achtung, jetzt wird er gleich geblitzt. Alter, der darf nur 40 fahren, was ist denn bei dem los? Eieiei. Der brettert aber mit seinen zwei Dingern da rum. Oh, da ist ja richtig was los, ey. Alle hier am Rumfahren. Ah, schön. So, wir werden jetzt auf jeden Fall dann gleich den RaceX nochmal anrufen. Und gucken, dass wir das Palettenlager oben uns sichern. Dass wir das kaufen. Jetzt klebe ich ihm aber am Arsch, ey. Aber am Berg, da zieht er mir ein bisschen davon. Wird man gleich wieder sehen. Wenn es da berghoch geht. Ich glaube. Ja, da sieht man's. Da zieht der 1050 doch ein bisschen besser. Ich lasse es auf dich aufschreiben, also da, du kriegst es direkt. Ja, oder ich? Da kannst du, ja, oder so. Mach so. Ja. Das kann man auch so machen. Warum geht denn das nicht? Wart.
Warte, das können wir ändern. Ah, jetzt. Okay. Ja, am Berg zieht er 1050 ein bisschen besser. Oh, oh, hast du jetzt meinen LKW auf die Straße gestellt? Meinen Trecker? Den LKW habe ich nicht auf die Straße gestellt. Den Trecker hoffentlich auch nicht. Nee, steht. Guck mal, wer da hinten kommt. Ich weiß, ich habe es gesehen, die Polizei, aber aktuell habe ich irgendwie einen komischen Kopfschmerz. Ja, ich hoffe nur, dass mein Trecker nicht auf der Straße steht, dann ist alles gut. Wenn ich jetzt wegen dir einen Strafzettel kriege. Nee, der steht nicht auf der Straße. Okay, dann ist alles gut. Ist weg. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, Mist. Warum? Weil ich jetzt nicht gesehen habe, wie viel ich verdient habe. Ah, warte, da ist es. 10.300. Ah, Mist. Und der Polizist ist weg. Wie viel waren im vorderen Anhänger drin? Der vordere war voll mit 23.000. Moment, da fehlt ja. Was ist denn jetzt los? Die Polizei kommt von der anderen Seite. Oh, was ist denn jetzt los? Ja, moin. Ja, dein Gang hat geklemmt. Das glaube ich auch. Nein, war wirklich so. Scheiß Automatik hier. So, 8.450. Ich geh mal zum Polizisten. Jo. Dreiundzwanzigtausend müssen wir gleich mal ausrechnen, wie viel das jetzt dann war. Was ist der Tagespreis? 23.000 mal 1.000 gleich 25.000 glatt. Und hier kriegt man nochmal 43.500. 50. Okay, das heißt, summa summarum haben wir 10, 19, 24, 44, 44, 50, 51. Wieder da. Hi, 51 und 8 sind 131. Oh, das kann sich sehen lassen. Wo bist du denn? Warte, ich muss hier noch einmal um die Kurve fahren. Der Polizist, Achtung, Gegenverkehr. Hä, wo bist du denn? Hier. Ach so, da. Oh, was ist denn hier jetzt los? Wie soll ich denn jetzt rauskommen? Da hinten steht einer, hier steht einer. Herr Blaubeer. Hi Volker, grüß dich. Ja, wie soll ich denn jetzt rauskommen? Ja, vorwärts. Da hinten steht der Volker. Der Volker, der Jürgen. Hi, völlig verwirrt. Gut. Warte, ich fahr raus. Nein, ich mach. Alles gut. Nee, du kannst, du kommst rum. Ja, Jürgen ist weg. Danke. Björn, du musst nicht. Okay. Jo. Ach so, warte mal. Hallo?
Hallo. Ah, jetzt. Guten Tag. Hi. Du, ich überweise dir mal kurz noch was. Für deine Hilfe. Ja. Moment. Wo bist du denn hier? Danke dir. Oh, vielen Dank. Ja. So, warte mal. Jürgen steht ja auch noch rum. Ja, ich... 100.000 also die Woche. Jede zweite Woche. Morgen. Moin. Hi. Na? Was ist denn hier los, ey? Ja, Dinkel ist irgendwie gerade gut im Kurs. Na, du hast einen Knopf im Ohr. Hast du gerade telefoniert, oder was? Ja. Ach so. Bist du noch dabei? Ja, ja, mit dem Neumann. Ach, also zu dem muss ich jetzt auch. Gut, sag ihm Grüße, ich komme jetzt. Jo. Tschö. Oh Gott. Stopp. Stopp. Ja? Bleib mal kurz stehen. Einmal kurz stehen. Ja. Gut, danke. So, dann fahren wir jetzt. Fahren wir jetzt zum Neumi und holen uns den anderen Xerion ab. Richtig, was los hier, ey? Kaum ist der Dinkelpreis mal oben. Wollen sie alle Dinkel verkaufen? Ich bin ja so froh, dass wir die 120.000 nicht vorher verkauft haben. Es hat sich gelohnt zu warten. Oh, und der Jürgen ist auch da, dann können wir doch gleich ein Date ausmachen. Hi! Ding Ding! Moin! Jetzt hier? Ja, der Volker hat den Bass neu bekommen von Klaas selber. Weil der alte hat irgendwie einen Fehler und Klaas hat mich angeschrieben. Kauf den trotz Fehler! Die Radnaben sehen auch schöner aus. Schick, schick. Ja, hat schon was. Der ist so schön sauber. Weißt du, was noch gut ist? Der Alte da drüben hätte auch wieder zum Service gemusst. Ja, das ist... Na, ich nehme den direkt mit. Welchen? Den Alten? Der wird so... Ab in die Schrottpresse, ey. Klaas geschickt. Echt, was hat denn der? Der hat irgendwie einen Fehler, hat Klaas mir geschickt. Die wollten nicht genau sagen, was... Weil wahrscheinlich sonst... Shitstorm kommt oder so. Jürgen, hast du gerade Zeit? Kommt drauf an. Ich wollte was kaufen. Ja, ab dann ja. Unten, wir haben doch letzte Woche schon mal das Palettenlager angeschaut. Ja. Jo, es ist soweit, ich habe ein bisschen Geld verdient. Ja, überweis mir 500.000. Du kriegst gleich 500.000 hinter die Ohren. Ja, da hatten wir doch 72.000, das waren... Moment. Kurz nach den Unterlagen hier. Hat der den Motor angelassen und ist es dein Unimog? 73.700. Wie viel? 73.700. Ich verstehe mal 72.000. Nein, 73. Ah, jetzt hast du deutlich gesprochen. 73,7. Ja. So, ich lasse euch alleine, ne? Jo.
Danke. Warte, trage Stielert kurz ein. Ciao. Tschüss. Sieht dann schon mal ein Teil ab. Jo. Dann sag mir, was du noch kriegst. Hätte ich nämlich jetzt fast falsch gemacht. Einmal 5000. Jo. Und Moment. Und 7920 einmal jetzt. Wie viel? Also 7900. 79. Ja. Jupp. Jo, perfekt. Dann herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und viel Spaß. So, warte mal noch kurz. Sag mir mal noch kurz, was die 14 kostet. Wald. Ja. 14er Wald kostet. Oh, Moment, fuck. Tschüss. Das ist mir zu teuer. Das kann ich mir noch nicht leisten. 53.000 haben wir noch. Oh, die Hupe ist auch anders. Oh, der geht ja ab, hey, wie Schmitz Katze. Ja, gut, so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.